Wofür verdient man als Cutter? Yes, das Freund und herzlich willkommen. So, das ist jetzt mal interessant. Da kann ich nämlich mal zeigen, dass ich mehr als Durchschnitt zahle, oder? Hoffentlich. Okay, wir schauen rein. Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder ein bisschen was anderes. Und zwar, nachdem irgendwie gefühlt jeder nach einem Cutter sucht. Hier mal ein paar Einblendungen. Ne, Thomas? Das ist so Brainfuck, dass mein alter Cutter einen Cutter sucht. Das kann doch nicht sein. Habe ich mir gedacht, yo, ich hab, oder ich bin warum hier immer noch. Warum ist denn die Cam so groß? Vielleicht wäre es ja mal eine coole Idee, da mal drüber zu quatschen. Und auch irgendwie kriege ich immer mehr mit, dass immer mehr Leute in, sagen wir mal, so im Alter, so zwischen 15 und 18 bis 20 Jahren, so ein bisschen Traumberuf Cutter entwickelt. Und jetzt ist die Frage, die ich euch eventuell so ein bisschen beantworten möchte, ist es denn wirklich ein Traumberuf oder ist das einfach nur die pure Knechtschaft? Thomas! Thomas! Mann, Junge, gib mir doch mal. Wer ist das denn? Wer ist der Mann denn? Was hat denn der Mann für Probleme? Da, der in dem Video, guck mal. Was ist das denn für ein Soziopath? Der ist ja komplett verrückt, der Typ. Alter. Alter. Also das Ding ist... Was ist das denn für ein Soziopath? So mal grundsätzlich gesagt... Arroganter Wichser. Meine Erfahrung... Revinzer. Erfahrung nach sind die meisten Cutter tatsächlich Freiberufler, also selbstständig. Das heißt, es fängt schon damit an, dass man sich um seine ganzen Finanzen irgendwie selber kümmern muss. Stimmt nicht, Thomas wollte selbstständig sein. Bei mir ist jeder voll krankenversichert, kriegt Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Corona-Bonus gab's auch. Und wenn man will, ja, dann kann man auch mal ein Geblasen bekommen von mir. So ein Ding ist das bei mir. Nicht in jedem Fall. Viele Nadine, danke schön. Platinkrieger, danke schön. Stellen einen noch fest an, aber in den meisten Fällen, was ich so an Eindruck bekommen habe, sind das tatsächlich selbstständige Leute. Das heißt, ihr müsst euch erstmal anmelden beim Finanzamt. Thomas steht irgendwie komisch hinter der Kamera. Man muss sich darum kümmern, dass man auch seine eigene Steuererklärung schreibt, dass man schaut, die ganze Einkommenssteuer, dass man die beiseite legt. Und ich habe zum Glück einen Steuerberater. Das kann ich, ohne Witz, das kann ich nur jedem empfehlen. Wenn ihr keine Ahnung habt von sowas, sucht euch einen Steuerberater. Und ich mache das immer selber. Ich mach das immer selber und ich habe auch die Steuer für Monte gemacht. Du, ist ja klar, dass wir bald ins Gefängnis müssen. Och Mann, so dumm. So dumm. Ich bin so dumm. Und arrogant bin ich auch. Revinzer. Wie gesagt, es gibt auch einige, die festangestellt sind. Meiner Meinung nach oder meines Eindrucks nach. David, danke schön. Ist das aber eher die Ausnahme. So, und wisst ihr was? Bei mir sind sie festangestellt. Was der Vorteil daran ist, dass ihr selbstständig seid. Bei Festangestellten muss man tatsächlich darauf achten, dass sie in der Woche nicht wirklich viel mehr als 40 Stunden arbeiten. Klar, man darf Überstunden machen, am Tag aber ja tatsächlich darf man ja nur maximal 10 Stunden arbeiten. Und ich sag's, wie es ist. Meine Angestellten sind festangestellt und arbeiten 70 Stunden die Woche. Und das ist kein Witz. Das war ein Witz. Und von diesen 10 Stunden müssen tatsächlich dann 2 Stunden, glaube ich, Mittagspause sein. Keine Ahnung, aber irgendwie sowas in die Richtung. Das heißt, das sind Voraussetzungen, die der dann dieser gewisse YouTuber, der dich hier anstellt, dir geben können muss. Das Problem ist auch an diesen 10 Stunden, dass die leider auch nicht immer eingehalten werden können. Ich kann euch gar nicht erzählen, wie oft ich mehr als 10 Stunden am Tag gearbeitet habe. Zum Beispiel... Ich als YouTuber, ich jetzt als Mensch, als YouTuber... Soll ich euch mal sagen, wie viel ich am Tag arbeite? Soll ich euch mal sagen, wie viel ich am Tag arbeite? Gar nicht. Arbeite gar nicht. Viel Ausnahmesituation, Game. Ey, Revi, ich weiß, deine Nase regt mich auf. Meine Nase regt mich auch auf. Es kommt. Diese Erfahrung haben beide Thomas und ich gemacht. Simple Nelle, danke schön für deinen Zeit. Bruder, da geht so viel ab. Ja, Thomas, genau. Erzähl mal von der Gamescom von vor 3 Jahren oder so. Für welche Gamescom? Ja, also Gamescom ist ja generell natürlich so, dass... Oh, das muss bei mir gewesen sein. Jetzt wird's interessant. Jetzt fällt er mir in den Rücken, die kleine Fotze. Komm. Komm. Komm, Revinzeit, komm, erzähl mal was über Revinzeit, komm! Und andererseits hat natürlich auch an der Gamescom jeder YouTuber, zumindest die großen YouTuber, ganz viele Produktplatzierungen oder Werbedeals einfach halt auch. Ja, davon lebe ich. Auf der Gamescom auch. Wo die dann mal ganz gerne einen Kameramann brauchen. Das heißt, du bist ja eigentlich 8 Stunden so ungefähr auf der Gamescom am Start. Mhm. Oder 10 und danach halt nochmal, je nachdem wie lange halt auch immer du brauchst für den Rest der Videos. Vor allem, wenn dann zwei Videos am Tag hochgeladen werden, viel Spaß. Ja, und das passiert dann halt natürlich nicht nur einen Tag, sondern halt die 5 Tage der Gamescom hintereinander. Und Thumbnails. Na klar, da kommt viel zusammen. Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so ein Ding gewesen. Das muss ich wirklich sagen, das ist wirklich so gewesen. Thomas war aber auch damals freiberuflich angestellt bei mir und hat gesagt, er ist damit fein, Alter. Er hat gesagt, ich mach das, Alter. Also, gut, Bro, wenn du meinst, bitteschön. Ich bin selten jemand, der irgendwo dazu
irgendwen drängt, Alter, wirklich, ne? Also, das krasseste. Ja, ne? Also, ich weiß auch noch, also da warst du so durch. Auch, ne? Also, ich muss aber dazu sagen, Alter, Gamescom für mich an der Stelle steht dem gegenüber. Für mich ist Gamescom tatsächlich gewesen. Ich stehe morgens um 8 Uhr auf, Alter, ja? Ich gehe zu Gamescom hin, bin 10 bis 12 Stunden auf der Messe, okay? Bin 10 bis 12 Stunden auf der Messe und dann habe ich da, keine Ahnung, Product Placements, Meet and Greets, ich habe mich mit den Leuten getroffen, Meetings, also wirklich den ganzen Tag unter Leuten, Digga, Autogramme gegeben, Carpaltunnel-Syndrom, sein Vater. Und dann gehe ich abends noch, weil ich verrückt bin, gehe ich abends noch für 4 Stunden irgendwo auflegen. Ja, sag mal, spinne ich denn? Da brauche ich mich nicht wundern, wenn ich einen Burnout bekomme. Aber ja, da muss ich Thomas recht geben, Gamescom ist immer hart. Gamescom ist immer hart, deshalb habe ich ja mittlerweile auch 2 Leute, die tatsächlich bei der Gamescom immer helfen. Ich weiß, dass meine Nase schief ist, mein Pimmel steht auch nicht gerade. Also ich bin ja nach Köln gezogen, im August zur Gamescom. Jetzt wird mir hier der Rücken kaputt gestochen, Alter. Guck, wie selbstgefällig Pia da. Pia, das muss nicht sein. Und das da so als ersten Eindruck war natürlich schon. Da ist man schon mal durchgedreht. Ich hab's dir gesagt, Thomas. Ich hab's dir gesagt von vornherein, wie es läuft. Es tut mir leid. Wenn du jetzt noch willst, Thomas, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ne? Im Gegensatz dazu, ja, was soll ich sagen, ne? Im Gegensatz dazu hast du dir jetzt auch deine eigene Marke aufbauen können. Es ist ja nicht alles schlecht bei mir gewesen. Ne? Das war halt diese eine Messe, die Gamescom, die knallt schon gut rein, das stimmt. Haben wir schon guten Vorgeschmack. Also man muss auch sagen, dass das halt ein Hardcore-Beispiel ist. Also das ist so, glaube ich, das extremste Extrembeispiel. Also man hat sich jetzt nicht so auf die Gamescom gefreut, auch wenn es natürlich cool war, weil man ein paar Leute gesehen hat, die man sonst jetzt nicht so sieht. Aber auch mal auf die Erfahrung so allgemein, ist halt schon cool, ne? Also es war cooler jetzt letztes Jahr selber als YouTuber hinzugehen, wo man aber nichts machen musste. Ja, das ist halt einer der Gründe, warum zum Beispiel es halt praktisch ist für einen YouTuber, wenn der Cutter selbstständig ist. Weil wenn dann... Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, da bin ich raus. Halt es mal zu einer Extremsituation kommt, ist das natürlich auch umsetzbar. Oder wenn man halt daily uploadet. Wenn ich jetzt einen Festangestellten habe, müsste ich zum Beispiel, und ich würde daily hochladen, müsste ich dann entweder schauen, dass ich es fürs Wochenende oder für 2 Tage die Woche immer vorproduziert habe, ja, damit der Cutter das halt so machen schneiden wir kann, dass er 5 Tage machen wir hat. Eigentlich gerade eine Übergangsphase, Tobi ist gerade alleine, normalerweise habe ich ja 2. Tobi und Leo. Jetzt ist Leo weg, jetzt kommen morgen die neuen Cutter. Ich überlege sogar, 2 Cutter noch zusätzlich anzustellen und Tobi halt nur Design, Personal Assistant und andere Sachen zu machen, Leute. Es ist wirklich so, dass man ja auch dann irgendwann mal lernt. Wir sind ja auch alle keine gelernten Betriebswirte, Alter. Man muss ja auch erstmal tatsächlich lernen, Mitarbeiter richtig einzuteilen und zu gucken, wie viel kann man überhaupt machen. Man ist halt immer seine eigene Arbeitsleistung gewöhnt und man ist quasi selber gewöhnt, wie viel man schaffen kann und macht. Und für mich war es nie, also ich habe selber nie hinterfragt, dass was falsch ist, was ich auf jeden Fall eingestehe, Alter. Ich dachte immer, ja, Alter, jeder kann ja genauso viel arbeiten wie ich. Aber dass nicht jeder so ein verrückter Spacken ist wie ich, der einfach keine Freizeit hat, da habe ich nicht dran gedacht, Alter. Arbeitet? Betriebsrat. Bitte nicht Tobi, bitte nicht D-King. Oder... Ich habe ein Problem. Würde ich mal so sagen. Ich muss halt selber schneiden oder so. Und dann, wenn du halt ein Selbstständiger. D-King, du kannst mir den Arsch küssen. Ding hast, dann kann der halt auch einfach am Wochenende weiterhasseln. Was viele jetzt zum Beispiel nicht wissen, ist, dass ich eine ziemlich lange Zeit auch, ein paar Monate, auch für Revi geschnitten habe. Und zwar in der Zeit, nachdem eigentlich Thomas schon gesagt hat, dass er aufhören möchte, bei Revi zu arbeiten. Und vor der Zeit, bevor halt Leo kam. Und in dieser Zeit habe ich zum Teil auch für 3 unterschiedliche Leute geschnitten. Da kann ich nichts für, das ist deine eigene Schuld. Das war so dämlich von mir, glaube ich. Siehst du, kann ich selber cutten? Ich kann bestimmt gar nicht mehr schneiden, überhaupt nicht mehr. Also so für die kurze Zeit, in der ich das gemacht habe, ging das voll. Aber ich bin halt morgens aufgestanden und es war ja auch offiziell mehr oder weniger bekannt. Ich habe auch für KidMave geschnitten zu der Zeit. Ich bin morgens aufgestanden, habe KidMave-Videos geschnitten, weil wer KidMave kennt, der weiß, dass der und seine Leute da, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber damals immer nachts um 4 aufgenommen haben. Dass ich morgens um 9 aufgewacht habe. Also, beziehungsweise habe ich morgens um 9 an den PC gesetzt, so rum. Habe dann gehofft, dass das Footage schon da ist, weil er das ja auch erst um 5 Uhr morgens irgendwie hochgeladen hat und nicht unbedingt dann immer schon bei mir war. Musste das erstmal runterladen, dann durfte ich anfangen zu schneiden und musste es dann um 14 Uhr, musste das schon oben sein. So komplett ready. Was zwar klar ging, aber manchmal mit dem Download war das nicht unbedingt immer so lustig. Dann war das auf jeden Fall fertig, meistens schon so um 1. Lustiger, und, danke schön. Das Gute war, dass er halt nicht nochmal das Video vorher sehen wollte. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass er sich das Video nochmal angeguckt hätte. Und dann, Alter, dann wäre das übel stressig gewesen. Aber da war ich ganz froh, dass der mir da so vertraut hat, dass ich es einfach hochladen konnte. Dann habe ich noch für jemand anderen geschnitten, darf ich aber leider nicht sagen, wer. Ich weiß, wer. Ja, und dann habe ich für den halt nochmal
paar Videos geschnitten, so mittags. Und dann habe ich schon das Video von Rewe für den nächsten Tag geschnitten, was ich dann häufig abends angefangen habe und dann morgens vielleicht sogar nochmal fertig oder sowas, wenn... Ich habe es immer einen Tag vorher geschnitten. Was soll ich tun? Was soll ich anders machen? Ich bin so arrogant. Ich bin so ein arrogantes Stück. Ich bin so arrogant. Ah. Ah. Mann. Ah. Das Kidmaf-Video, das hergegeben hat oder sowas. Also das war... Entschuldigung. Komm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Das ist so crazy. Das hatte in meinem Kopf gerade überhaupt keinen Sinn mehr, wie das funktioniert hat. Manchmal habe ich dann ja zum Teil noch das zweite Video von Rewe geschnitten, weil der jeden zweiten Tag zwei Videos hochgeladen hatte. Wie habe ich das gemacht? Aber wie viel verdient man denn als Cutter? Es kommt darauf an, wie jetzt viel wird's interessant. Hier nochmal ein kleiner Disclaimer. Okay. Und zwar alle Preise, die Thomas und ich ab sofort besprechen und nennen, gelten nur für Selbstständige. Was festangestellte Cutter bekommen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil man als Festangestellter sich nicht noch um zusätzliche Sachen wie zum Beispiel eine Krankenversicherung oder sowas kümmern muss. Das heißt, dass man als Selbstständiger natürlich selber zahlen muss. Deswegen man dann natürlich auch höhere Preise ansetzen wollte. Viel Spaß mit dem Video. Das Ding ist halt... Ich habe einen extra Raum mit Ersatzstühlen. Ich will jetzt niemandem was vorschreiben. Und so... Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass da gibt es keine genauen Zahlen, die, glaube ich, für jeden gelten. Es gibt halt Leute, die können ihren Job besser und manche weniger. Ich meine, wenn man jetzt ein Anfänger ist und man, ich weiß nicht, gerade Thomas Schnittkurs gemacht hat und seine ersten drei, seine eigenen YouTube-Videos. Da ist man natürlich schon Profi, Link in der Videobeschreibung. Nice try. Da krieg ich einen Affiliate-Link, oder? Der unangenehme Boss. Oh, Digga, ich glaube, ich muss... Kann ich... Oh nee, war Land. Ist egal, scheiß drauf. Wenn man halt in der ganzen Sache frisch ist, dann kann man natürlich nicht so viel verlangen wie jemand, der schon seit Jahren in dem Business ist und genau weiß, was er machen muss. Ich meine... Das ist so dumm, dass ich hier hingefurzt habe. Jetzt stinkt das Mikrofon einfach danach. Thomas war ja damals bei Rewe auch relativ frisch und klar konnte der schon viele Sachen, aber der hat trotzdem noch nicht diesen ganzen YouTube-Slang. Da haben wir den besten YouTube-Cutter-Deal jemals rausgehandelt, zusätzlich mit Marius. Das stimmt wahrscheinlich. Das Ding ist halt, es gibt so ungefähre Zahlen, was man zum Beispiel sagt, als dass man als Selbstständiger verlangen sollte. Komm nochmal zum Punkt, Mann. Ja, jetzt lass mich. Und zwar, so sagt man eigentlich generell, dass man als Selbstständiger pro Stunde eigentlich 70 Euro nehmen sollte. Es wird aber keinen YouTuber geben, der Bock hat, wenn du ein 4-Stunden-Video hast, euch für ein Video, das jeden Tag, also wenn der Daily hochlädt, wie, keine Ahnung, die meisten Gaming-YouTuber zum Beispiel. Komm. Und ihr da 4 Stunden Zeit im Video später reinsteckt, kommt danach. 90% danach der YouTuber, glaube ich, keinen Bock, euch 280 Euro für ein Video zu zahlen. Das Ding ist, man verdient ja auch mit einem Video nicht immer 280 Euro. Es muss sich ja auch irgendwo noch rechnen. Wisst ihr, was ich meine? Also, es ist ja wirklich nicht böse gemeint, ne? Deshalb lieber einfach jemanden fest anstellen, ein gutes Gehalt zahlen und dann zwischendurch nochmal ein paar Boni-Zahlungen machen. Keine Ahnung, beispielsweise jetzt Urlaub und sowas, ging alles auf meinen Nacken, habe ich Tobi und Leo gezahlt und sowas, gab einen Corona-Bonus und gab hier mal was, da mal was. Also es ist schon so, dass ich da, glaube ich, ganz gut reingehe, ne? Ist auch der Unterschied, ob man jetzt quasi Selbstständiger halt einzelne Aufträge hat oder ob man jetzt quasi... Sag doch jetzt YouTuber die Zahl! Hat, zwei YouTuber hat, von denen man halt jeweils einen Paketpreis hat, wo man halt sagt, okay, ich krieg halt jeden Tag da was. Also normal, du musst als Selbstständiger natürlich damit rechnen, dass du halt nicht immer einen Auftrag kriegst, weil du weißt ja eigentlich nicht, ob halt jeden Tag überhaupt was reinkommt. Dark Fox, halt danke schön. Nur 10 Tage im Monat halt einen richtigen guten Auftrag oder so und macht halt klar die anderen Tage noch sonst irgendwas, aber ne, so ein Kameramann oder so, der ist ja in der Regel nicht wirklich ausgebucht. Deswegen muss der natürlich, um überhaupt leben zu können, halt einen fetten Tagessatz haben. So, wenn du halt jetzt als Cutter halt weißt, okay, ich krieg halt jeden Tag von meinen 2, 3 YouTubern vielleicht oder ne, vielleicht 2 YouTuber, so und so viele Videos pro Monat dann eben, dann kannst du natürlich auch alles kalkulieren, ist ja klar. Genau. Aber man sollte da... Das muss man sagen. Rewe ist eine sehr faire Person bei sowas. Großer Respekt und großer Dank. Dekin, hör auf, dich jetzt hier einzuschleimen. Wir haben einen Deal bei Rewe Gang. Wir haben einen Deal. Du kriegst 7% kriegst du. 7%! Und dabei bleibt's! Wir gehen auf 10. Wir gehen auf 10, weil ich heute gut drauf bin. Komm. Auch meiner Meinung nach nicht zu tief ansetzen. Ich bin so abgehoben und arrogant. Gibt auf jeden Fall YouTuber, die denken, sie könnten nur mit Reichweite zahlen. Ne, was? Die denken, sie könnten nur mit Reichweite zahlen. Ja, das stimmt auch. Wenn ihr da bin ich nicht gemeint mit. Ich habe mit Reichweite und mit Geld gezahlt, Thomas. So sieht es nämlich aus. Ne? Schauen wir mal ganz kurz hier. Thomas, Tomari, der Account. Sagen wir mal, der Anfang. Ne? Da hat Thomas mir sogar gesagt, kannst du Prozente von meinem Kanal haben. Habe ich gesagt, nee, nehme ich nicht, will ich nicht. Hätte ich mal lieber doch gemacht.
mir mal von allen Leuten mal lieber Prozente genommen. Wenn ihr daran interessiert sein sollte, solltet Cutter zu sein. Es gibt genügend, die gut bezahlen und es gibt auch viele mehr, die nicht genug bezahlen. Und wenn ihr daily ein Video hochladet oder Video schneiden müsst, dann sind 1000 Euro im Monat, glaube ich, definitiv zu wenig. Absolut, Digga. Nicht nur, glaube ich, ganz sicher sind das zu wenig. Wie wäre das? 35 Euro pro Video und nicht mal 33 Euro pro Video circa. Also so ein Revi-Video ist nicht das Aufwendigste. Was? Ein Revi-Video ist nicht das Aufwendigste? So arrogant. Entschuldigt bitte. Ist aber auch nicht das Schnellste. So, wenn du schnell bist, dann schaffst du das vielleicht, oder wenn das ein Easy-Video ist, dann kann das mal sein, dass es in 2 Stunden durchgeht. Wenn das nicht so easy ist, kann es mal dauern, dass es mal 4 Stunden dauert. Es gibt aber auch Cutter, die sitzen halt an einem Video für 2 Tage oder sowas. Oder 3. Ja gut, die kriegen natürlich auch mehr als 33 Euro pro Video. Stell dir mal vor. Scheiß auf nicht mal Mindestlohn, Alter. Das Ding ist halt, ich find's auch oft schwierig. Ich höre jetzt auch immer öfter, dass irgendwelche Leute so sagen, hey, guck mal, lass mich mal... Das haben mich auch schon Leute gefragt, ob die ein Video für mich schneiden wollen. Und ich sag halt einfach immer straight up, nein, weil ich kann die nicht bezahlen. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie man jemanden für sich schneiden lassen kann und dem kein Geld gibt mit... Also, ich verdiene ja damit Geld. Warum sollte der da dann vielleicht ungefähr die Hälfte der Arbeit gemacht haben? Reden wir später. Nein. Ich hab Thomas nicht so wenig bezahlt, sonst hätte er das doch gesagt, Mann. Nicht ganz, aber... Kommt drauf an, was für ein Video das ist. Bei Kochvideos ist es ein bisschen weniger als die Hälfte. Bei einem Gaming-Video kommt die Hälfte auf jeden Fall hin. Es kommt halt drauf an, was es ist, ne? Also bei Kochvideos, da sitze ich halt dann mal den ganzen Tag, ich muss einkaufen gehen, bla bla bla. Kochen, aufräumen. Rewe, ich bin 13, ist das schlimm? Absolut. Machst du aber. Kommt aber so rüber, ist aber nicht so. Und dann kann ich eben doch nichts sagen. Ich bin einfach nur arrogant, aber ich zahle gut. Dafür zahlen. Wie viel Geld bekommt dein Cutter pro Video? Leo hatte ein Fixgehalt von 3.600 Euro brutto, glaube ich, plus nochmal Zusatzexpenses. Also das heißt nochmal Bonizahlungen im Monat, je nachdem, was halt gerade reingekommen ist. Ich glaube, das ist ganz fair. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gehalt. Da kann man, glaube ich, ganz gut leben. Also kann ich ihm doch nichts dafür zahlen, so rum. Also für mich geht das halt zum Beispiel gar nicht klar. Wenn ihr so einen Bock habt... Also Expenses, da können wir auch gerne mal von über 1.000, 2.000 Euro oder sowas im Monat reden. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht wenig. Irgendwie Videos oder Streams von irgendjemandem zu schneiden, da Highlights rauszuschneiden, dann macht's mit eurem eigenen Kanal, macht mit denen irgendwie einen Deal aus oder so. Aber schneidet nicht einfach so umsonst für irgendeinen Dude mit etwas. Das ist uncool. Aber jetzt mal was Positives zu sagen, weil ohne Witz, Cutter sein ist auch echt geil. Also es hat schon seine Vorteile. Ich fand... Thomas wollte sich einfach umbringen bei mir, aber ich kann das verstehen. Ist halt zum Teil echt immer cool, denn dass ich meinen bin ein Tag Soziopath. Mehr oder weniger einfach konnte. Klar, jetzt bei Kidmaf zum Beispiel nicht. Da wie viel netto, kann ich nicht sagen. Wie viel ist das netto, das weiß ich nicht. Das kommt immer auf die Einkommenssteuergruppe an. Muss ich halt dann morgens immer gucken, dass ich frei bin. Das war immer ein bisschen blöd, aber... Ich mal weg, Cutting Stream. Ja, haust wieder ab. Ich teile mir meinen Tag jetzt so ein, wie ich möchte. Das Schöne ist halt, wie gesagt, dass man einfach den Tag irgendwie einteilen kann. Man kann halt sagen, okay, gut, ich habe jetzt halt morgens dann das und mittags... Digga, da habe ich immer voll Bock, was essen zu gehen mit einer Freundin. Ja, aber die ganzen Expenses, also die Boni-Zahlungen kommen nochmal oben drauf und wurden auch nicht immer der Corona-Bonus zum Beispiel musste nicht versteuert werden jetzt beispielsweise. Dann kannst du das machen. Du hast die Zeit, weil du das Video schon für morgen hast oder für übermorgen oder sowas. Also kannst du den Mittag einfach mal chillen und am Nachmittag setzt du dich wieder hin und arbeitest ein bisschen. Also wenn du das Time-Management-mäßig gut hinkriegst, dann hast du da echt verdammt viel Freizeit, auch wenn du kein festes Wochenende hast. Das muss einem dann halt, oder sollte einem dann auch nicht allzu wichtig sein, dass man ein festes Wochenende hat, weil das ist schwierig. Viel Spaß. Also man muss ja auch immer sagen, man sollte auch vor allem vielleicht ein spontaner Mensch sein, weil YouTuber sind auch nur Menschen, viele davon auch sehr chaotisch, was ja auch nicht schlimm ist. Aber das Ding ist einfach, wenn du denen sagst, hey Brudi, komm, morgen 14 Uhr ist das Video da oder das Footage da, ist es nicht unbedingt immer morgen um 14 Uhr, dann da. Das heißt, man sollte dann so spontan und flexibel sein und sagen können, okay, gut, Footage ist jetzt eine Stunde später erst dabei. Vielleicht liegt es doch gar nicht am YouTuber, Dankeschön. Sondern weil irgendwie WeTransfer oder Google Drive oder was auch immer die benutzen, irgendwie komplett gesponnen hat und da nichts mehr funktioniert und keine Ahnung. Und die musst du dann natürlich auch schneiden, bevor der im Urlaub ist. Gut, wir gehen jetzt an der Stelle, machen wir erstmal hier einen Daumen nach oben, Leute. Also, ich sag mal so, als Angestellter hat es natürlich auch eine Menge Vorteile, die man halt, sag ich mal, als Selbstständiger nicht hat. Man hat ein geregeltes Einkommen. Mein Einkommen ist immer so. Ne? Es wäre schön, wenn es immer so wäre, aber ist es leider nicht. Das kommt natürlich dazu, man hat halt relativ geregelte Arbeitszeiten und sowas. Also das kommt auf jeden Fall auch mit dazu. Und man hat halt einfach, wie gesagt, eine soziale Sicherheit. Also Krankenversicherung und sowas wird übernommen und sowas, keine Ahnung. Die Kinder haben circa 3,5 brutto, ist saftig.
Also wollte ich gerade sagen, deshalb glaube ich nicht, dass es zu wenig gewesen ist. Und ich bin auch jemand, der das Gehalt immer weiter anpasst. Ne? Also ich zahle strikt nach Leistung, sage ich mal. Und die Leute, die bei mir sind, ich bin super zufrieden mit denen in meinem Team. Und ich werde ja morgen wieder neue Cutter hier haben quasi und mit den direkten Verhandlungen gehen. Also ich habe immer tatsächlich, da kann ich mich selber von freisprechen. Und ich kenne auch tatsächlich niemanden, der zu wenig für Cutter zahlt. Bin manchmal überrascht, sage ich mal. Unger hat daraus mal so ein Meme gemacht die ganze Zeit, dass er gesagt hat, Leo, hör auf, hör auf, hör auf. Simon hat, glaube ich, jetzt mittlerweile auch einen Cutter. Ich weiß es gar nicht. Hatte, glaube ich, vorher Sabine gemacht. Aber auf jeden Fall würde ich fast schon sagen, dass man damit wirklich ganz gut klarkommen kann. Ja, ich sag ehrlich, es ist kein normaler Job. Und es ist sicherlich teilweise sehr anstrengend. Man muss sich aber immer dazu halt vor Augen halten, dass es auch ein Job mit sehr viel Freiheiten ist. Und da kommt immer sehr viel dazu, keine Ahnung, weiß ich nicht. Zum Beispiel jetzt dieser Urlaub und sowas. Also es ist schon, sage ich mal, genug dabei, glaube ich, was on top kommt, ne? Und Unge cutten selber, ja, wahrscheinlich cutten Unge selber.